Du bist ja jetzt gerade mit dem Handy unterwegs und du machst nämlich jetzt was? So einen Cash. Du suchst einen Cash. 6 Meter noch. Und der Kompass sagt dir jetzt, okay, du musst in die Richtung gehen. Und offiziell heißt dieses Spiel Geocaching. Okay. Und bei den Koordinaten ganz richtig, aber du hast es, glaube ich, gefunden, ja, oder? Genau. Okay, und du hast jetzt den Cache gefunden. Guck mal, da ist das Logo auch drauf. Da ist ein Bonbon dran. Von Geocaching. Und was musst du jetzt machen? Aufmachen. Und da ist was drin? Alle möglichen Krimskrams. Kannst du das reinlegen, wenn du willst. Und aber auch wieder was raus. Was reinlegen. Ne? Wenn du was rausnimmst, ja, musst du was reintun. Ja, ja. Aber das Ziel eigentlich beim Geocaching ist, sich eintragen. Und dann kriegst du einen Punkt, ne? Ja. Und gewinnst du Geld? Ja. Was gewinnst du? Eine Reise? Gar nicht. Nee, einfach nur der Spaß an der Sache, ne? Ja, Ruhm und Ehre, alles klar, okay. Gefunden haben wir das jetzt hier. Und wir nehmen den Vögeln nichts weg, weil hier ist gar kein Loch drin, ne? Aber hier oben haben wir unsere Dose. Treppe rauf, Bücken ziehen. Treppe rauf, Bücken ziehen. Na, da wollen wir mal gucken, was das jetzt hier wohl wird. Na, jetzt machen wir die Brücke kaputt, ne? Na, nee, was ist das dann? Was? Ja, läuft. Läuft heute. Ja. Ach was, okay, das Logbuch kennen wir und dann haben wir. Wir haben Musical CD. Guck mal hier. Josef. Schön Josef. Oh, wen haben wir hier denn? Oh, wir haben nichts zum Reinlegen, ne? Lars Bender, das ist ja auch ein Schnittiger. Und nochmal, wie viel Geld kriegen wir jetzt dafür, dass wir das gefunden haben? Nicht. Null. Ja, null. Und wir kriegen noch nicht mal Lars Bender, ne? Nee. Komm, ich leg da jetzt irgendwas rein. Ich will Lars Bender haben.